Hallo meine Süßen, heute ist Dienstag und wir haben schon mittags. Ja, und ich war jetzt den ganzen Morgen beim Arzt. Ich habe 3 Stunden gewartet, bis ich dran kam. Ja, also ich ich habe euch erzählt, dass ich einen Harninfekt habe. Also ich dachte halt, ich habe eine Blasenentzündung und ich dachte mir, okay, komm, trinkst du viel und dann geht das weg. Aber es ist nicht weggegangen und seit gestern haben meine Nieren geschmerzt. Als ich mich hingelegt habe, habe ich es halt richtig krass gespürt und habe dann auch noch Wärmflaschen gemacht. Hier ist nur der Wasserkocher von gestern. Und ja, dann bin ich irgendwann eingeschlafen, dann ging es. Heute Morgen bin ich aufgestanden und hatte ein bisschen Schmerzen noch an den Nieren, aber ich dachte, ich gehe dann lieber mal zum Arzt, bevor das irgendwie noch schlimmer wird, ne? Weil damit ist, glaube ich, gar nicht zu spaßen. Darf man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Ja, dann war ich da und habe Urin abgegeben. Da habe ich schon gemerkt, im Urin sind so weiße Teilchen drin, ne? Keine Ahnung, fand ich schon komisch. Also wusste ich schon, irgendwas ist nicht okay. Und dann habe ich echt so lange gewartet. Ich war ja auf einer Sprechstunde da ohne Termin. Jedenfalls wurde auch nur Blut im Urin gefunden und eine Infektion. Also ich habe eine Harnwegsinfektion und eine Nierenentzündung. Ja, jetzt habe ich Antibiotikum bekommen. Und das ist nun einmal Antibiotikum. Das muss ich jetzt gleich mal nehmen. Ich werde jetzt erstmal Essen machen. Alexander kommt gleich von der Schule. Ich mache Fischstäbchen. Dazu einen Salat. Genau, das essen wir jetzt gleich. Ermin hat meinen Termin genommen. Eigentlich hätte ich heute Termin beim Tätowierer gehabt, um mein Tattoo weitermachen zu lassen, also weiter tätowieren zu lassen. Aber darfst du ja dann, also ging erstmal nicht, ne, weil ich beim Arzt noch so lange war. Wir haben jetzt circa 1:30. Und zweitens darf man, wenn man Antibiotikum nimmt, da auch nicht tätowiert werden. Ja, deswegen hat Ermin jetzt meinen Termin bekommen und ich bekomme dann Ermins Termin. Schauen wir mal, ob ich jetzt Donnerstag hin kann, weil Donnerstag hätte er mir den Termin gehabt oder nächsten Dienstag erst, je nachdem wie es mir geht. Wenn man dann auch noch Schmerzen hat, wenn es einem nicht gut geht, dann ist man ja noch schmerzempfindlicher. Deswegen einfach mal schauen, abwarten. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ich habe bei Purazell nochmal Schwarzkümmelöl nachbestellt, 2 Flaschen, damit ich die auf Vorrat habe. Ich glaube, ich hatte euch erzählt, ich habe meine halbe Flasche bei der Sarah gelassen, weil das halt viel gesünder ist, wenn man keine Kapseln nimmt, sondern Schwarzkümmelöl trinkt. Dann wirkt das nämlich schon im Mund, entzündungshemmend, desinfizierend, im Hals und ja, dann halt im Magen. Wenn man eine Kapsel schluckt, ist es ja direkt im Magen. Deswegen das Schwarzkümmelöl kann ich euch sehr empfehlen. Hat auch einen 10% höheren Thymocinongehalt und ist biozertifiziert. Verlinke ich euch nochmal unten in die Infobox. Also ich bestelle jetzt erstmal nur bei Purazell, weil das ist bisher das Beste, was ich an Qualität hatte. Ne? Und das nehme ich halt auch jeden Tag. Aber das habe ich euch ja alles schon gezeigt. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ich hatte gestern eine ganz leckere Suppe, die habe ich bei Aldi gekauft. Da gibt es manchmal ja so asiatische Wochen. Da habe ich mir diese thailändische Suppe, Tomka-Suppe, gekauft. Ja, die fand ich auf jeden Fall sehr lecker auf Kokosmilchbasis mit einer thailändischen Würzmischung. Ja, wollte ich euch noch mal zeigen. War aber jetzt nichts drin an Gemüse oder so. Es war einfach nur ein leichtes Süppchen, aber kommt mir ganz gut, weil ich habe jetzt wieder angefangen, mein Intervallfasten und ein bisschen drauf zu achten, was ich esse. Als ich bei der Sarah war, bin ich nämlich etwas vom Weg abgekommen und danach nicht mehr, war es das mit Intervallfasten und gesund essen. Ja, und jetzt muss ich wieder loslegen, weil ich wiege jetzt 75, noch was. Das ist zu viel. Ich merke es halt an meiner Gesundheit, dass wenn ich mich abends hinlege, dass ich halt nicht gut Luft kriege. Na, wenn ich zum Beispiel sehr spät gegessen habe und deswegen, gestern zum Beispiel habe ich Leichtes gegessen. Ich habe Tintenfischringe mittags gegessen, auch nicht viele und abends halt dieses Süppchen. Das heißt abends, also so nachmittags das Süppchen. Und dann konnte ich abends halt, also dann hatte ich diese Probleme nicht. Ich konnte halt ruhig schlafen, außer dass meine Nieren gestern geschmerzt haben. So, jetzt gibt es wie gesagt hier gleich Fischstäbchen. Ich mache noch ein Salätchen dazu. Das braucht noch 11 Minuten. Und ja, heute haben wir, ach, ich habe euch das gar nicht erzählt. Pikachu kann ja auch Gipfötchen. Das zeige ich euch demnächst mal. Jetzt hat er nämlich gerade einen Pansen. Lecker, Schatzi? Lecker Pansen. Dann stinkt man immer so gut aus dem Mund, ne?
Ja, und wir üben gerade das Alleinbleiben, immer so etappenweise, was er halt ganz gut kann, wenn ich hochgehe, will er manchmal gar nicht mit, dann will er hier unten bleiben, weil er es hier schöner findet oder vielleicht kühler. Und dann bleibt er hier unten. Ich lasse aber die Türen immer auf, damit er mich hören kann. Also da hat er überhaupt kein Problem, ist auch nicht am Heulen oder so. Und dann haben wir jetzt mal geübt, dass wir für 5 Minuten draußen waren, dann für 10 Minuten draußen waren, dann für 15 Minuten draußen waren. Und das hat alles super geklappt. Ich hatte nämlich die Kamera an, habe geguckt, was er gemacht hat. Der legt sich dann immer hier, da wo sein Fressen ist, davor und guckt dann auf die Tür, aber liegt da und ist ganz chillig, also schläft, sage ich jetzt mal. Also der liegt dann einfach halt da, ne? Und das andere Mal, wo wir ihn 20 Minuten gelassen haben, dann haben wir auch sein Hundeklo hier reingepackt vor die Wohnung, Wohnzimmertür, also innen drin. Und dann ist er da hingegangen und hat er auch Pipi Kaka gemacht. Also dem geht es jetzt nicht schlecht, wenn er alleine ist. Ja, und heute ist er jetzt eine Dreiviertelstunde alleine gewesen, weil Ermin halt zu meinem Termin musste. Und ich ja noch beim Arzt war und es hat auch alles super geklappt. Dann kriegt er zwischendurch noch hier so einen Pansen, kann er sich mit beschäftigen. Der hat da ein bisschen länger was von. Aber der hat sich mega gefreut, als ich gekommen bin. Ne? Also wie sich Hunde immer wieder freuen, auch wenn man nur eine Minute weg ist. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, so schaut es erstmal aus, ihr Süßen. Ach, die aufgebrauchten Sachen wollte ich euch auch mal zeigen, weil ich habe echt viele aufgebrauchte Sachen. Ja, hier liegen Kartons rum. Ich dachte mir, wenn ich das nächste Mal wieder was abschicke, dass ich direkt Kartons habe und nicht immer warten muss, bis ich Kartons angesammelt habe. Und genau, ich habe hier jetzt immer 2 aufgebrauchte Boxen. Die andere ist da. Eine ist mit menschlichen Sachen und eine ist mit Hundesachen. Zeige ich euch gleich nach dem Essen. So, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt mal mein Aufgebrauchtütchen. So, als allererstes zeige ich euch hier den Raumduft von Action, den ich geholt hatte. Der riecht richtig schön frisch. Der riecht meines Erachtens richtig krass nach Seife. Also es riecht wie dieses Pure Soap von Clean. Riech mal eben. Das riecht so ein bisschen süßlicher, aber es riecht einfach richtig krass nach Seife. Also wenn ihr das bei Action noch habt, weil die gab es letzte Woche hatte ich das ja geholt, dann schnuppert mal dran. Das ist das Gamestone. Ja, also so ein Stäbchen, also so ein Raumduft ist das, ne? So, wo wir bei Düfte sind. Ich habe von Yankee Candle das mit dem Bären hier aufgebraucht. Und ich bin froh, dass ich es aufgebraucht habe, weil das roch echt zu krass süßlich. Kennt ihr das? Also es ist vielleicht nur meine Einbildung, aber ich habe schon mal von jemand anderem gehört, dass wenn man Parfum zum Beispiel zu lange hat, über ganz lange Jahre, und wenn man es dann drauf sprüht oder daran riecht, dass man dann irgendwie Schweiß riecht. Also ich habe dann immer so einen Schweißgeruch in der Nase und dann finde ich das nicht mehr gut. Und hier bei dem rieche ich einfach nur Schweiß. Das ist voll komisch. Es riecht wirklich echt süß und das ist hier Couverture, irgendwas. So richtig süßlich, so nach einem Kuchen. Aber ich weiß nicht. Ich habe eine komische Einbildung, ich merke schon. Ja, dann habe ich eine meiner Lieblings-Nachtcremes aufgebraucht von Vichy, Slow Age Night. Mit der fahre ich echt gut. Die ist auch so eher Masken-Gelee-artig für nachts. Und man merkt halt, dass man länger was auf der Haut davon hat. Zieht nicht direkt ein, sondern man kann die auch später so ein bisschen spüren, weil die über Nacht wie so eine Maske halt arbeitet. Habe ich auch schon im Backup. Finde ich super. Würde ich mir jedes Mal nachkaufen. Ja, dann habe ich hier für meinen Teppich, das habe ich euch letztens gar nicht mehr weitergezeigt. Ich habe hier meinen Teppich gesäubert mit Vanish Gold Teppichpflege. Und ich weiß nicht, ob der vielleicht, also ob das Dinge nicht für Longfloor-Teppiche geeignet ist. Naja, es ist ja kein Longfloor, es ist ja so ein ganz, ganz weicher Teppich. Der klebt.
ich verstehe es einfach nicht. Der klebt. Ich habe es genau nach Anweisung gemacht. Ne? Also ich habe den erstmal gesaugt. Dann habe ich das hier drauf gesprüht. Dann habe ich es eingearbeitet mit einer Bürste. 2 Stunden drin gelassen. Ne? Wenn man mehr Flecken hat, soll man es 2 Stunden drauf lassen. Und dann einfach absaugen mit dem Staubsauger. Das habe ich gemacht. Und ich finde, der ist kaputt gegangen. Der ist richtig klebrig und ekelhaft geworden. Ja, jetzt habe ich mal geguckt nach einer Teppichreinigung. Da steht 100 Euro. Das finde ich schon extrem viel. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wo ich so eine Teppichreinigung kriegen kann? Für etwas günstiger. Aber der Dingen hat es mir gar nicht angetan. Also so für so eine Art Teppich, diese ganz flauschigen, glaube ich, sind die nicht geeignet. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, dann habe ich noch einen Raumduft mit so Stäbchen von Aipur, Black Bamboo. Und das riecht wirklich auch sehr, sehr gut. Das habe ich im Wohnzimmer. Das habe ich im Flur. Genau, das habe ich im Flur und das andere im Wohnzimmer. Riecht sehr, sehr gut. Sehr frisch. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Aber es ist jetzt nicht so krass, dass wenn man vorbeiläuft, dass es so krass dann danach riecht oder dass es im Raum so krass riecht. Beziehungsweise, gut, wenn man vorbeiläuft, dann hat man das schon in der Nase. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man das in einem größeren, offenen Raum hat, es krass danach riecht. Ich denke, wenn man es in einem geschlossenen Raum hat, wie zum Beispiel im Badezimmer, dass man es dann eher riecht. Ne? Ich habe es im Wohnzimmer, das ist ja alles offen. Die Tür, die Balkontür ist ja auch fast immer offen. Deswegen riecht man das halt nicht so krass. Ja, dann von Denk mit WC-Duftsteine, Lemon Splash. Irgendwie finde ich bei so WC-Steinen mit Zitrone finde ich das am besten, weil das rieche ich so am meisten, wenn ich das in Benutzung habe, rieche ich die Zitrone halt am meisten, anstatt irgendwelche andere Düfte, die dann dabei sind. Dann habe ich von Lyko, da gibt es ja so tolle Handseifen und Handcremes in diesem Design, habe ich diese 2 Handseifen aufgebraucht. Die habe ich auch im Backup gekauft. Einmal ist hier Fig Fusion, also mit Feige, und einmal Pineapple Paradise. Fand ich beide echt gut. Und ja, echt schön auch vom Design, ne? Dass man die so hinstellt. Und es gibt auch die gleichen Handcremes. Dann habe ich immer die Handseife und die Handcreme daneben im Badezimmer stehen. Das finde ich, sieht sehr schön aus. Ja, Alexander hat einmal hier von The Minimates Multivitamine, das waren so Bärchen, aufgebraucht. Das hatten wir auch von Lyko. Muss ich nachbestellen, weil die hat er sehr gern genommen. Und hier waren halt alle Vitamine, alle wichtigen Vitamine drin. A, D, E, K, B6, B12, Biotin, Zink und Jod. Also ich lasse es mal auf Seite, weil das werde ich nachbestellen. Ja, dann habe ich von Puracell schon mein erstes Kokoswasserpulver aufgebraucht. Das hier ist reich an Calcium und Kalium und Magnesium. Mische ich immer abends 2 Teelöffel davon mit einem halben Teelöffel von den B-Vitaminen ins Wasser. Und Magnesiumcitrat, nochmal hochdosiertes Magnesium, mische ich da auch nochmal rein. Und dann trinke ich das abends und das ist sehr gut. Ich fühle mich schon viel, viel besser mit den Sachen von Bracell. Dann etwas, was ich auch jedes Mal nachkaufen würde, ist von Kerastase, das Serum Therapist. Das ist wie nennt sich das denn? Ein Leave-In Conditioner. Also ne, nach dem Haarewaschen kann man sich das reinmachen. Das ist eine Pflege. Und ich finde es echt toll. Es macht die Haare richtig schön, geschmeidig, glänzend. Ist auf jeden Fall alle. Ich habe jetzt noch andere Pflegen hier jetzt gerade in Benutzung. Ne, was ich dann auch immer gern benutze, ist das American Oil. Das benutze ich sehr gerne. Aber momentan habe ich zum Beispiel die Pflege von Balea, so ein Silberglanz. Ja, weil ich ja auch das Blond drin habe. Genau, aber ansonsten würde ich das immer wieder nachkaufen. Gibt es zum Beispiel auch bei Lyko. Auch von Lyko habe ich einmal Aqualily Handcreme aufgebraucht. Fand ich auch sehr gut. Die Tube ist auch ganz süß, ne, zum Mitnehmen. Fand ich ganz okay. Würde ich mir jetzt nicht nochmal unbedingt nachkaufen. Alexandro nimmt jetzt gerade Sanostol und Eisen. Ja, sind ja auch alle wichtigen Vitamine drin und Eisen, wie gesagt. Und Niacin ist auch drin, Pantothensäure, weiß ich jetzt nicht, was es ist, das ist auch drin. Genau, das nehmen wir zurzeit und wenn das alle ist, dann kann er wieder hier seine Gummibärchen nehmen. Ja, eins meiner Lieblings-Deo-Sprays ist von Hydrofugal Doppelschutz. Riecht wirklich extrem gut, ist unisex, kann Mann tragen, kann eine Frau tragen.
Kann eine Frau tragen, man riecht gar nicht mehr nach Schweiß, es riecht einfach so krass frisch. Finde ich toll. Müsst ihr wirklich mal probieren. Also auch, ich zum Beispiel bin Mensch, ich schwitze nicht so oft, aber ich liebe einfach diesen Duft. Richtig schön frisch. Und ja, hier von Vichy habe ich auch eine Tagescreme aufgebraucht, Slow Age. Die sieht dann auch aus wie eine Creme. Ne, hat auch eine cremige Konsistenz. Ich liebe auch den Duft. Also müssen da schon Duftstoffe drin sein, aber ich vertrage es komplett. Ihr seht ja, meine Haut ist echt mega. Ab und zu habe ich ein bisschen Rosazee. Ich glaube, das kommt auch auf die Ernährung drauf an. Aber ja, jetzt bin ich ein bisschen rot, weil es mir halt nicht gut geht. Ne? Ich habe ja einen Virusinfekt. Aber ansonsten ist meine Haut echt perfekt aktuell. Ja, das hatte ich euch ja gezeigt. Pure Soap, mein Parfum. Liebe ich, würde ich nachkaufen. Von Sarco Parfüm, das Molecule ist okay, würde ich jetzt nicht nochmal nachkaufen. Aber ich würde von Sarco Parfüm The Muse, geschrieben The Muse. Riecht da bitte dran. Das riecht 1:1 nach frischer Wäsche, als hätte man Persil oder nee, wie heißt denn das hier? Lenore, genau. Als hätte man Lenore, also sich Lenore frische Sachen angezogen. Das werde ich auf jeden Fall auch kaufen. The Muse, ich setze das mal auf Seite, damit ich mir das bei Lyko bestelle. Dann habe ich von Balea eine Aftersun oder ein Aftersun Duschgel aufgebraucht. Das kaufe ich mir jedes Jahr, weil ich das liebe. Also diesen sommersonnigen Duft mit Cooling-Effekt. Ja, mag ich total gerne. Gab es auch als Sprühpflege für die Haare, aber irgendwie gab es das nicht mehr. Ich weiß nicht, konnte ich nicht finden. Ja, dann habe ich hier, Ermin kauft mir ja ab und zu mal eine Vape, also eine E-Shisha. Ich bin jetzt nicht so der Typ für, also ich habe hier alle in meinen Taschen rumliegen, aber ab und zu so mal dran ziehen. Und hier war jetzt eine Mixed Berries von dieser Marke. Die war echt gut, muss ich sagen. Also die ist echt gut, die habe ich immer noch. Könnt ihr euch ja, wenn ihr sowas wollt, könnt ihr ja mal einen Screenshot davon machen jetzt und zeigen, ob das euer Laden hat, euer Kiosk oder euer Shisha-Laden. Ich glaube, die Marke heißt Flask. Genau, Flask, F-L-A-S-K, Mixed Berries. Echt lecker. Und Ermin hat mir jetzt eine geholt, saure Würmer. Die ist auch ganz gut. Und die sieht auch echt süß aus irgendwie, kann ich euch gleich mal zeigen. Ja, dann habe ich von Just Spices Avocado-Salat aufgebraucht. Mag ich echt gerne diesen Avocado-Salat, also diese Fix-Tütchen von Just Spices. Übrigens gibt es jetzt gerade auch wieder eine Aktion. Ich verlinke es euch mal unten in die Infobox. Da könnt ihr mit meinem Code auch nochmal sparen. Und ich habe wirklich echt viele Tütchen von Just Spices, weil hier sind auch keine Konservierungsstoffe drin oder irgendein Schnickschnack, den man nicht braucht. Und ich finde es wirklich sehr, sehr lecker. Das sind halt so gesunde Gerichte, die man dann halt damit machen kann. Ne? Hier zum Beispiel mit Linsen. So, dann, was ich sehr gerne kaufe, liebe ich den Duft, sind die zwei Wäscheparfums. Die gibt es nämlich bei Action. Endless Sand heißt es. Einmal Floral und einmal Morning Energy. Also einmal in Lila und einmal in Blau. Und ich habe ja oben so einen kleinen Glasbehälter und mische das da rein und gebe da ein bisschen Wäsche oder Wäsche Kügelchen, ne? Da sind ja Kügelchen hier drin, ne? Genau, Wäscheperlen sozusagen. Ist ja kein richtiges Wäscheparfüm. Es gibt auch Wäscheparfüm bei Action, zum Beispiel mit Kokos, das riecht auch sehr gut. Müsst ihr euch auch mal mitnehmen, wenn ihr Kokosduft mögt. Aber hier, das sind Wäscheperlen und ja, die liebe ich wirklich sehr. Die finde ich ja sehr gut duftend. Ja, sehr gut duftend finde ich auch von Yves Rocher das Aftersun mit dem Monoi Parfum oder Monoi Duft. Oh, ich liebe das. Hatte ich jetzt aber schon ein bisschen länger, irgendwie 2 Jahre. Ich habe es aber jetzt diesen Sommer aufgebraucht. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Riecht toll. Ich habe auch das Parfum davon. Kann ich euch mal zeigen? Jetzt gerade nicht. Oder habe ich das schon aufgebraucht? Ich glaube, ich habe es schon aufgebraucht. Auf jeden Fall gibt es hier von auch ein Parfum. Von diesem Monoi Duft von Yves Rocher. Ja. So, dann haben wir einmal Agavendicksack, ja. Ich habe den Agavendicksack aufgebraucht. Den Dicksaft, ja.
habe ich aufgebraucht. Von DM habe ich das geholt, weil ich gehört habe, das ist eine ganz gute Alternative zum Zucker. Dann habe ich doch etwas anderes gehört, dass es doch nicht so gut sein soll, dass es hier sehr auch sehr, also hier soll auch sehr, sehr viel Zucker, also sehr viel ungesunder Zucker drin sein. Man sollte dann doch lieber Xylit zum Beispiel nehmen. Und mein Zahnarzt sagt, dass das zum Beispiel auch nicht gut ist. Er sagt, man sollte lieber hier diese, wie heißen die? Diese Kügelchen, ich komme jetzt gerade nicht drauf, sag mal schnell. Die sollte man lieber nehmen. Aber das ist dann wiederum auch nicht so gut für den Magen, ne? Also da weiß man auch nicht, was man nehmen soll. Dann einfach am liebsten auf Zucker verzichten. So, Ermin hat hier vom Biotherm Home oder Home Day Control 48 Stunden Protection ein Deo Spray aufgebraucht. Und das ist echt toll. Immer wenn er sich das aufgesprüht hat, habe ich mir gedacht, wow, das riecht so schön frisch. Also, wenn ihr eurem Mann ein gutes Geschenk machen wollt, diese Marke vom Biotherm. Auf jeden Fall sehr, sehr gut riechend. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Sachen von. Aber was ich euch zeigen wollte, von Raffaello Kokos- und Mandelcreme, die Schokolade. Oh, die war lecker. Die war echt lecker. Jetzt gerade mache ich Diät, das geht nicht mehr. So, und ja, nachdem ich hier noch meine Parfums habe und gerade auch in Benutzung habe, ich hatte ja noch das Replika von Maison Margiela Lazy Sunday Morning. Das sollte ja nach frischer Bettwäsche riechen. Fand ich jetzt nicht so, aber der Duft ist toll, finde ich. Also kann man auftragen. Würde ich ihn jetzt nicht nochmal kaufen, weil ich den jetzt nicht so krass, ist nicht so krass meins, aber finde ich schon toll. Versteht ihr, was ich meine? Also ich trage den gerne. Ich rieche den auch gerne, aber es ist nicht so krass mein Geschmack. Ne? Fresh Laundry geht auch klar, würde ich mir aber auch nicht nochmal kaufen, sondern dann eher das Pure Soap. Ja, das war mein Aufgebraucht zum Thema Menschen in dieser Wohnung. Und jetzt kommen wir zum Aufgebraucht Hunde in dieser Wohnung.